wunderschönen Sonntagmorgen oder auch Mittag, wie immer. Willkommen zum Wake and Bake Talk. Heute, wundert euch nicht, ich habe hier mein anderes Telefon, damit ich die eventuellen Fragen über Comments sehe. Also, eine Sekunde. Heute wird es zuerst mal, also es sollte ja um Living Soil gehen, ihr könntet Fragen stellen und so weiter und so fort zu dem Thema. Ich möchte aber mit etwas anderem anfangen, und zwar, es ist eine ziemlich relevante Studie, eine sehr umfangreiche Studie auch vor kurzem rausgekommen, die mehrere Jahre gedauert hat. Und diese Studie kommt von Pesticide Action Network Europe. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, eine Non-Profit-Organisation, und die haben über mehrere Jahre Untersuchungen gemacht bezüglich der Pestizide, Fungizide und so weiter, die in unserem Gemüse im Endeffekt oder Früchten enden. Dazu werde ich euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen und warum das relevant ist und warum das auch mit unserem Thema Living Soil oder Cannabis allgemein zu tun hat. Aber erstmal schauen wir noch ein bisschen, dass ein paar Leute reinkommen. Moin, EZG. Und währenddessen drehe ich mir schon mal was. Wie immer. Acht Leute, okay. Moin, moin. Wir haben hier. Ich glaube gerade 30 Grad und 40% Luftfeuchtigkeit, also ist es nicht gerade so super angenehm zum Rauchen draußen, wegen der Trockenheit. Ja, genau, das habe ich gerade beantwortet, die Frage zu dem Wetter. Was rauchen wir dann heute hier? Das ist Capri Sun von Perfect Tree. Ein wirklich sehr, sehr extrem leckeres Spray. Mal schauen, ob man das überhaupt hier so richtig sehen kann. Kein Kali Trim. Sehr gut. Breeders Mix ist eine sehr gute Wahl, immer. Das ist wirklich ein Top-Substrat. Ja, die 22 Grad, die hätte ich jetzt gerne hier, während ich hier sitze. Aber heute scheint so der erste richtig hotte Tag zu werden. Nein, ich habe keine Klimaanlage im Haus. Mein Haus ist relativ gut gedämmt und hält bis Mitte des Sommers etwas kühler in mich. Der Tag von der Capri Sun? Nein, dem muss ich widersprechen. Der ist schon ganz, ganz nett gewesen. Jetzt nichts Außerordentliches, aber war sehr, ja, auch wenn es wenig gewesen wäre, es ist wirklich ein verdammt leckeres Strain. Vor allem die Terpene sind einfach der Hammer. Also wer auf diese typischen, tatsächlich Capri-Sonne-Orange-Geschichten steht, es ist absolut die Kopie davon, also praktisch war eigentlich noch besser von den Aromen her. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Von Perfect Tree allgemein muss ich sagen, alle Strains sind sehr zu empfehlen. Da habe ich schon einige, Pink Gasoline, Mimosa und so weiter. Die waren schon alle Killer, gar keine Frage. Moin, Feel Good Farmers. Das wird ein kleiner zuerst. Und das letzte Mal, als ich das geraucht habe, da lag ich ziemlich schnell brach. Peach ist auch sehr lecker, obwohl ich mich da schon ein bisschen satt geraucht habe an dem Zeug. Aber Capri Sun, Pink Gasoline und definitiv Mimosa waren sehr, 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 sehr lecker. Feuer dabei, das ist natürlich klasse.
Ja, genau. Das werde ich mir schnell seit 16 Jahren als Mutti. Den Tabak rauche ich nur sonntags. Natürlich gelogen. Nein, nicht nur sonntags. Den rauche ich je nach Verfassung und je nach Strain. Teilweise pur, teilweise mit ein bisschen Tabak. Also eigentlich kommt nur am Ende ein Tabakklumpen rein. So. Aber im Hochsommer ist mit Tabakrauchen wirklich schwierig. Also das, also Joints mit Tabak kommen nicht gut, auf jeden Fall. So. Also, wie gesagt, wir machen erstmal kurz die Geschichte hier mit dem, mit der Studie. Und zwar nochmal, es geht um die Pesticide Action Network Europe. Das ist eine Non-Profit-Nichtregierungsorganisation, welche sich seit knapp 10 Jahren jetzt einer Studie gewidmet hat. Und in dieser Studie geht es um Pestizide, Fungizide und so weiter und so fort. Alles, was so in unserem Gemüse oder Früchten landet. Und das ist, ja, es ist erschreckend eigentlich. Ich werde euch da gleich ein bisschen davon vorlesen, aber ich werde auch nachher den Link, wenn das Video zu Ende ist, werde ich den Link da drunter setzen, dann könnt ihr euch das gerne selber zu Gemüte führen. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Sorry. Vor allem, es ist leider alles in Englisch, aber wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, der kann natürlich den Übersetzer immer benutzen. Und das ist es definitiv wert, sich das mal durchzulesen, was da so zum Vorschein kam. So. Okay. Also. Es geht darum, dass die EU allgemein den Plan hatte, Pestizide, Fungizide, den ganzen Kram, der einfach giftig ist, mit den Jahren zu reduzieren, um ja, Konsumenten im Endeffekt zu schützen und die Qualität der Ware zu verbessern in dem Sinne. Was daraus geworden ist, werdet ihr dann im Detail aus der Studie entnehmen können, denn es ist nämlich genau das Gegenteil entstanden. Und zwar sind die Werte dermaßen gestiegen, dass es eigentlich, ja, also man kann da gar nicht mehr von verdoppeln oder sonst was sprechen. Es ist einfach unglaublich, es geht steil bergauf. Und mit dem Gebrauch von Pestiziden und Fungiziden und so weiter. Und da finde ich, das ist absolut meine Meinung und das geht aber auch aus der Studie hervor. Also es ist eigentlich nicht nur meine Meinung, sondern es sind Fakten, die anhand der Studie halt zutage gekommen sind. Dass die EU einfach sehr heuchlerisch ist in der ganzen Sache und uns da komplett hinters Licht führt. Denn wenn es wirklich in dieser Studie geht es um alle möglichen Früchte, die populärsten halt, Erdbeeren, Kirschen, was auch immer. Und natürlich um Gemüse, alles was wir so auf dem Markt bekommen. Und zwar, da möchte ich ein kurzes Beispiel geben. Und zwar geht es zum Beispiel um Kiwi, ganz konkret. 2011 waren 4% der Kiwis gespritzt, oder was auch immer, enthielten auf jeden Fall irgendwelche Fungizide oder Pestizide, was auch immer. Das war 2011, lag es bei 4% der Kiwis. Wir sind bei 2019 und da sind wir schon bei 32% der belasteten Früchte, also das ist schon mal ein Drittel.
Und es geht weiter aufwärts. Und da sind dann wirklich sehr unschöne Sachen dabei. Ihr werdet in der Studie sehen, es geht wirklich konkret um jede einzelne Frucht, womit die behandelt wird, was da drauf gesprüht wird und so weiter und so fort und wie der Anstieg halt vonstatten ging. So, das Ding ist, dass hier, Sekunde mal, ein Beispiel. Es gibt ein Fungizid, was auch zum Beispiel bei Kiwis, bei vielen anderen Früchten, wie auch bei Gemüse verwendet wird. Und zwar heißt es Debuconazol. Okay, Debuconazol ist ein Fungizid, welches definitiv als giftig gefunden wurde. Und es klassifiziert sich, übersetze das hier mal, weil es in Englisch natürlich alles steht. Es ist ein Toxin, was die Reproduktion für Probleme mit der Reproduktion, also mit der Fruchtbarkeit beim Menschen, wie der Schädigung des Fötus und der Entwicklung des Fötus und extrem für Schwangerschaftsabbrüche in dem Sinne verantwortlich ist. Also vorzeitige natürlich. Das sind natürlich Sachen, die sind überhaupt nicht witzig. Und wenn man sich das ist jetzt nur ein Fungizid, ja, das ist die Pestizide, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesagt. Das ist nur ein Fungizid, was schon diese tollen Eigenschaften hat. Und dazu sind auch die Länder aufgeführt, welche am meisten davon benutzen und welche am wenigsten davon benutzen und so weiter. Und jetzt konkret in diesem Fall, was Kiwi angeht, ist Spanien an erster Stelle. Sehr traurig. Also 74% der Kiwis sind definitiv mit diesem Mittel verseucht, sage ich jetzt mal. Danach kommt Griechenland, Frankreich und so weiter und so fort. Also nur zur Info, Kiwis werden nicht nur in Neuseeland angebaut mittlerweile, sondern auch hier in Europa. Das geht weiter mit Äpfeln und so weiter und so fort. Also wir waren da bei Äpfeln auch 2011 waren wir bei 16% der Äpfel, die damit behandelt wurden. Und 2019 sind wir bei 34%. Also der Trend ist definitiv aufsteigend. Und da gibt es noch wirklich eine ganze Reihe von verschiedenen anderen Pestizide, die da noch natürlich gleichzeitig mit den Fungiziden auf der Frucht und in der Frucht landen. Also es ist wirklich erschreckend eigentlich. Und ihr habt da auch alle Länder aufgeführt in diesen ganzen Statistiken, welches Land von welchem Fungizid, Pestizid und so weiter, wie viel benutzt, für welche Früchte oder für welches Gemüse. Am saubersten kommt da Lettland, Norwegen und Schweden bei raus, weil jetzt zum Beispiel konkret im Fall von, Moment, das waren jetzt Äpfel, genau. Konkret im Fall von Äpfel sind die Niederlande am schlimmsten. Dann kommt Portugal, Slowenien, Belgien, Österreich und so weiter und so weiter. Und 0%, also keine Belastung hatte Lettland, Norwegen, Schweden. Auch kein Wunder im Endeffekt, weil zum Beispiel Lettland, das weiß ich persönlich, aus Lettland kommen die meisten Bioprodukte. Da gibt es kaum irgendwie diese konventionelle Agrikultur oder ganz wenig. Also es scheint auch anders zu gehen. Und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Studie. Ich verlinke das auf jeden Fall, weil es einfach extrem interessant ist, was wir da alles so zu essen bekommen. Und das Problem ist ja im Endeffekt nicht nur diese eine Kiwi zu essen oder Tomate oder was auch immer. Es geht darum, dass wir nun mal Speisen haben, die entweder Gemüse oder Früchte industriell verarbeitet enthalten. Was dazu automatisch führt, Hi Vince, ist mich direkt aus dem Konzept. Was dazu führt natürlich, dass sich diese ganze Sache akkumuliert in eurem Körper. Und da kann man wirklich ganz schlecht abschneiden, weil wenn man sich da gar keine Gedanken drüber macht. Weil diese ganzen Stoffe sind teilweise karzinogen, teilweise sind das Neurotoxine oder was auch immer. Also diese Sachen, die spülen sich nicht mit Wasser, nur weil ihr diese Früchte wascht oder das Gemüse kocht oder was auch immer. Das Zeug bleibt drin zum größten Teil und das ist nicht einfach so wegzukriegen. Das ist nichts Schönes und daher kommen wirklich sehr viele Probleme. Denn
diese Pestizide und Fungizide vor allem. Unser Mikrobiom, also in unserem Darm, ist das Zentrum der Gesundheit im Endeffekt, des Immunsystems. Und es ist schon seit längerer Zeit klar, dass diese ganzen Stoffe eben auf das Mikrobiom in uns wirken und dieses halt abtöten oder einfach den ganzen das Leben schwer machen. Das führt dann natürlich zu Immunsuppression automatisch, welche dann automatisch zu vielen Krankheiten führt. Also ganz banale Krankheiten können euch dann wirklich einfach umbringen, wie eine Grippe, weil ihr einfach kein Immunsystem habt, weil da unten alles abgetötet ist durch diese ganzen Stoffe. Das ist natürlich nichts Dolles. Das will keiner haben eigentlich, aber keiner müsste oder kaum einem ist das wirklich bewusst, in welchem Umfang das passiert. Deswegen sagte ich, die EU ist da wirklich sehr heuchlerisch unterwegs, denn das Versprechen war, das Ganze zu reduzieren und zu ersetzen mit alternativen Stoffen, die Landwirtschaft allgemein irgendwo in die Richtung etwas mehr ökologischer und so weiter und so fort zu bewegen. Das ist natürlich überhaupt nicht passiert, genau das Gegenteil ist passiert. Wir gehen da wirklich steil bergauf. Wer sich diese Studie anschaut, der wird recht überrascht sein. Da könnt ihr eure Favoriten finden, also unter Früchten oder Gemüse, und dann könnt ihr nachschauen, was da alles so drin ist. Ich denke, nicht jeder kann sich das leisten oder nicht jeder hat die Möglichkeit, sich seinen eigenen Garten, Gemüsegarten oder was auch immer anzulegen. Dennoch, wenn man so schaut, was man dafür bezahlt für solche vergifteten Lebensmittel, sollte man sich dessen schon bewusst sein, dass das vielleicht doch ein hoher Preis ist und dass der Preis, sich sowas auf eigene Art anzubauen, ob jetzt zu Hause, also das machen in den Staaten ist das sehr populär und in Kanada, dass in den Growzelten, in denen wir hier Cannabis anbauen, dass die Leute sich tatsächlich da Gemüse anbauen, weil die einfach keine Lust haben auf diese ganzen Geschichten. Das muss natürlich jeder selber wissen. Wer da absolut keine Chance zu hat oder keine Option dazu hat, sich sowas anzulegen, der kann auf jeden Fall, denke ich mal, also die einzige Alternative, denke ich, ist wirklich Biogemüse oder Früchte zu kaufen. Die auf jeden Fall teurer sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland aussieht, ob da die Preise parallel hochgegangen sind mit den konventionellen Gemüse und Früchten zu den biologischen. Aber ja, der Preis. Man zahlt dann halt einen anderen Preis, wenn man es günstig kauft, und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Da sollte man natürlich schauen. Aber auch das Biogemüse ist natürlich nicht frei von allem, denn das ist einfach nicht machbar. Wir leben nicht in einzelnen Kapseln, sondern es ist ein Globus und darauf verteilt sich der ganze Kram natürlich. Und dabei rede ich jetzt gar nicht von Glyphosat oder von irgendwelchen Sachen, die schon mittlerweile nicht nur in Kinderurin, sondern in Grundwasser oder sonst wo nachgewiesen wurden. Das heißt, wir sind kontaminiert mit dem Zeug, ob wir es wollen oder nicht, auf irgendeine Art und Weise. Ob durch Wasser, Luft oder eben Lebensmittel gelangt es in unseren Körper und schädigt uns. Umso größer das ansteigt und sich da mehr von ansammelt im Körper, hauptsächlich im Fettgewebe passiert das, man trägt praktisch eine Giftbombe ständig mit sich, die sich ständig frei wo diese Stoffe freigesetzt werden halt in den Körper. Moin Lucky Dope. So, da finde ich, wie gesagt, die Heuchlerei ist einfach nur unverschämt, das ist unglaublich. Einerseits, andererseits finde ich es auch genauso unglaublich und ich als Living Soiler, da mögen sich jetzt einige angegriffen fühlen, aber es sind leider die Fakten und wer da ein Problem mit hat, der will einfach aus seiner Illusion nicht raus, wenn er diese Fakten nicht anerkennt. Da sind wir genauso bei den ganzen Düngemittelherstellern, ja? Also Mineraldünger und so weiter und so fort. Wenn mir jemand erzählt, dass er super gesunde, wohlschmeckende Tomaten mit Mineraldüngern züchtet, dann möchte ich das erst einmal sehen und dann möchte ich das Ding analysieren. Okay, weil es ist mir noch nicht passiert, dass also dieser typische Begriff Holland-Tomate, also ja, ein rotes Ding mit Wasser drin, kommt ja nicht von ungefähr. Die Holländer sind da die Kings des Mineraldüngens in der konventionellen Landwirtschaft, wie auch bei Cannabis. Da tun die sich nicht viel. Und wenn ich sowas höre, also ist es einfach nur noch traurig, dass Leute versuchen, da wirklich ihre Profitgier oder ihre
ihre Techniken, das zu vermarkten und dies und jenes, schön zu reden. Da gibt es gar nichts schön zu reden, meiner Meinung nach. Man sollte einfach still sein, sage ich jetzt mal, wenn man schon so etwas macht. Und nicht noch erzählen, dass es alles gut ist, alles ist legit und man darf das und es ist absolut okay und dies und jenes. Nein, es ist nicht okay. Weil die nämlich genauso dazu beitragen. Diese Produzenten haben genau die gleichen Lobbys dahinter und so weiter und so fort. So, es wird politisch, da will ich gar nicht hin so sehr. Aber das sind einfach die Tatsachen, das sind die Fakten. Und wer sich diese Studie reinzieht, der wird das bestätigen. Und das ist eine Studie, die nicht ein, zwei, drei Jahre ging. Also es ist eine Studie, die seit 2000, wie gesagt, die Aufzeichnungen beginnen 2010. Bis 2020. Also das sind 10 Jahre. So, und da es eine recht kleine Organisation ist und die wirklich Non-Profit ist, kann man der ganzen Sache tatsächlich Vertrauen schenken. Also da ist keine Lobby dahinter, da ist kein Interesse dahinter oder was auch immer. So, das heißt, diese ganze Sache ist einfach eigentlich Pflicht für jeden, der einfach ja, sich von irgendwas ernährt. Und da sind die reinen Fleischfresser gar nicht besser dran, denn weil ich bin Vegetarier, also Veganer bin ich nicht, aber ich bin Vegetarier zu 99%, bin da ganz ehrlich. Auch ich esse mal Fleisch, vielleicht ein, zweimal im Jahr, genieße das einfach, aber ich bin da kein reiner Vegetarier und definitiv kein Veganer. Aber Fakt ist, dass man sich da nicht, da bleibt man nicht verschont vor, wenn man sagt, ach, ich esse sowieso ganz wenig Gemüse oder Früchte, ich esse hauptsächlich Fleisch oder sonst irgendwas. So, Fleisch kommt von Tieren, welche natürlich das Grünzeug essen. Das heißt, so ein Tier ist noch mehr belastet, als ihr am Ende, die das Fleisch isst. Ja? Das heißt, diese Belastung steigt in dem Tier extrem, weil es nun mal diese Sachen verspeist und das ist meistens aus konventionellem Anbau dort, was an die Tiere verfüttert wird. Deswegen, niemand ist davor verschont. Also, weiß ich nicht. Also, man müsste wahrscheinlich reiner Nussesser sein oder sowas. Und wahrscheinlich sind die auch noch gespritzt. Da ist es schon recht bunt. Deswegen finde ich persönlich, dass diese ganze Sache. Da war ich ja gerade dran. An der Fleischsache. Ich finde, dass das ganze Thema mit Organic und Bio. Definitiv ein wichtiges ist, denn wer Kinder hat oder wer selber noch recht jung ist, der möchte auch nicht immer mehr vergiftet werden. Ja? Man kehrt sowas gerne unter den Teppich, weil man muss ja irgendwas essen und man kann sich ja nicht ständig darüber Gedanken machen. Aber dieses Konzept sollte jeder für sich selbst irgendwie festlegen oder erörtern, wie er sich ernährt im Endeffekt. Und das ist jedem selbst überlassen, aber umso wenig wie möglich von dem ganzen Mist aufzunehmen. Und da lasst euch gesagt sein, kleine Zuchtbetriebe, die dann damit prahlen, ach, das ist ein kleiner Zuchtbetrieb, da läuft alles richtig und die ist alles sauber, das Fleisch und dies und jenes. Ich habe da ganz andere Erfahrungen, die sind teilweise genauso schlimm oder noch schlimmer als große Zuchtbetriebe. Ja? Solange es kein zertifizierter Biobetrieb ist, der auch wirklich nicht diesen Mist verfüttert und den Tieren nicht Hormone und Antibiotika prophylaktisch spritzt oder sonst irgendwas, ist das einfach Quark. Also konventionell ist eigentlich egal, ob groß oder klein, same shit, different way. Kann man nicht anders sagen, es ist einfach so. Und deswegen stehe ich absolut dahinter und möchte das bei Leuten pushen, dass sie mal ein bisschen aufwachen und nicht nur bei Cannabis schauen, ja, dass die das biologisch anbauen, sondern auch bei dem Rest, bei der Ernährung zum Beispiel. Das Thema, was wir jetzt von Gemüse und Früchten und so weiter übertragen können auf Cannabis, ist eigentlich das gleiche, denn das Weed, was ihr in der Apotheke kauft, was ihr verschrieben bekommt, das stammt nicht von Living Soil Anbau, das stammt von ganz normalen mineralgedüngten Plantagen und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass dort, um die Standards einhalten zu können, ja, da es nun mal ein Medikament ist, sollten bestimmte Levels von Cannabinoiden, was auch immer, von Terpenen oder Qualität, wie auch immer die das dann nennen, müssen eingehalten werden. Das heißt, man muss das ganze Verfahren standardisieren. Das geht mit Living Soil recht schwer, obwohl es natürlich viel natürlicher wäre, aber da kann man halt keine Standards dermaßen erschaffen, wie es die Pharma vorschreibt.
Ja, oder wie es Gesetze vorschreiben für Medikamente und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze Zeug ist genauso mit Pestiziden, prophylaktisch teilweise, mit Fungiziden und anderem Zeug einfach belastet. Ja? Es sind zwar keine Streckmittel drin, aber es ist kein Bioanbau. Das heißt, das, was ihr da raucht, ist konventionell angebautes Gras. Auch wenn es verdammt lecker sein mag und dies und jenes und da auf jeden Fall alles getan wurde, damit die Qualität richtig gut ist, damit die Pflanze nicht zu wenig, nicht zu viel hatte. Dafür gibt es Spezialisten, die dann für zuständig sind, um diese Mineraldünger dermaßen gut zu dosieren, dass man da wirklich eine perfekten Ertrag, perfekte Struktur, was auch immer. Die Qualität ist dann immer gleich. Und wenn man weiß, wie es geht, dann kann man das kontrollieren. So. Genau das wird auch dort gemacht. So. Das heißt, das Gras, was man dann aus der Apotheke bekommt, ist definitiv nicht sauber. Deswegen hoffentlich, und da drücke ich euch echt die Daumen in Deutschland, kommt es bald so weit, dass es legal ist, dass es vor allem legal ist anzubauen und dass der ganze Quatsch mal ein Ende hat, dass die Leute, die schon sowieso Patienten sind, sich weiterhin vergiften. Ja? Das ist einfach ein Unding in meinen Augen und ja, absurd einfach. Deswegen, das sollte man einfach sich zu Gemüte führen und mal ein bisschen über den Rand denken. Und wie gesagt, es geht nicht nur ums Essen, es geht auch darum, was wir da rauchen, was wir im Endeffekt, wo drin wir schwimmen gehen oder was auch immer, was für Luft wir atmen und so weiter. Ja, das wird nicht besser, es wird schlimmer. Und wenn die EU diesen Kurs fährt, dann soll die das gerne tun, aber das tun die ja auch nur, weil die Menschen einfach nicht informiert sind. Einfach, ja, die interessiert das teilweise nicht. Irgendwas muss ich ja essen, ne? Das ist ja mal das Argument. Natürlich muss man essen, aber man kann auch bewusst essen. Die nutzen das aus, dass man halt günstig einkaufen will. Und dieses günstig hat nun mal einen anderen Preis, leider. Und ja, das ist einfach das ganze Problem bei der Sache. So wie es läuft, läuft es definitiv nicht gut. Ich denke, dass das wirklich jedem seine Sache ist. Jeder ist dafür verantwortlich. Aber im Allgemeinen könnt nur ihr als Käufer im Endeffekt, als Kunde entscheiden, wen supporte ich mit meinem Geld? Ja, was kaufe ich gerade? Bezahle ich jetzt diese billigen Äpfel, die tausendfach gespritzt sind? Oder kaufe ich wirklich Äpfel, die biologisch angebaut wurden und entweder gar nicht oder kaum gespritzt wurden, vor allem wahrscheinlich nicht mit Giftstoffen oder Toxinen und supporte dann irgendeinen Bauer, einen kleinen Bauer. Denn wenn diese Schale kippt, wenn die ganzen Bioproduzenten irgendwann mal mehr werden würden, was natürlich ein Traum wäre, den ich leider nicht kommen sehe so schnell, aber wenn das passieren würde, dann würde automatisch die ganze konventionelle Anbau zusammenbrechen oder einfach in der Nische bleiben. So. Das wird natürlich so schnell nicht passieren, weil, wie gesagt, nochmal, es ist der Faktor Mensch, es ist der Faktor fehlendes Interesse, fehlendes Bewusstsein. Und natürlich noch viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Deswegen sind wir da, wo wir sind. Trotzdem ist der Trend steigend, finde ich, in vielen, vielen Ländern, vor allem in Spanien zum Beispiel auch, haben wir immer mehr, in den Supermärkten gibt es immer mehr Angebote von Gemüse, Früchten und sonst was, die aus dem Bioanbau stammen. Spanien war da sehr hinterher, finde ich. Da war Deutschland schon weiter, vor ein paar Jahren. Das finde ich, haben die jetzt ganz, ganz gut nachgeholt eigentlich. Und ja, man merkt das am Geschmack der Früchte, man merkt das am Aussehen. Ja, dieses klassische, tolle, glänzende Äpfel-Ding, also ohne Fehler, ohne Macken, das sieht zwar schön aus, aber da steckt halt eine Menge Müll drin. Wie gesagt, ich habe jetzt zwar keinen Apfelbaum, aber ich versuche mein ganzes Gemüse, was ich so esse, oder Früchte halt hier in meinem Garten anzubauen. Und in dem Sinne habe ich es einfach, so etwas zu erzählen, könntet ihr sagen. Aber wie gesagt, bevor ich einen Garten hatte, war mir das alles schon bewusst und da ging es auch anders. Ja? Und man kann tatsächlich wirklich einfach zu einem Labor gehen und eine Urinprobe auf Pestizide, vor allem Glyphosat zum Beispiel, das also als bekannte Roundup von Monsanto, kann man das untersuchen lassen auf die Rückstände. Macht das doch einfach mal. Nehmt eine Probe von euch, von dem Kind, von der Frau, schickt das mal ins Labor, gibt diese paar Euro aus. Ihr werdet überrascht sein, was man alles so schon in sich angesammelt hat. Ne?
Also wirklich nichts Schönes in dem Sinne. Cenobit. Hi. So. Okay. Also. Ein bisschen ausgekotzt habe ich mich jetzt, weil dieses Thema lag mir doch schon auf der Seele. Und wie gesagt, man kann das Ganze ignorieren, aber dann darf man sich natürlich dann nicht ärgern über fehlenden Geschmack in den Äpfeln oder Früchten allgemein, über Vergiftungserscheinungen, über gefallene Immunfunktionen und so weiter und so fort. Also das sind halt nur mal Sachen, die führen absolut auf geradem Wege dahin, wenn man diese konsumiert. Und wie gesagt, das Thema Living Soil ist einfach, liegt mir am Herzen, weil es nicht nur mein Business ist, definitiv nicht, denn ich habe das ganz anders angefangen. Also das war nicht meine Priorität. Ich habe das, was ich liebe, im Endeffekt gelernt habe, zu Business gemacht, nach vielen Jahren erst. Mir liegt sehr viel daran, dass die Leute halt umsteigen, weil es automatisch auch ein ganz anderes Tor öffnet, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das Ganze mal ein bisschen zu verstehen. Und da taucht man wirklich in andere Welten ein, die einem vorher, auch wenn man schon Cannabis mit anderen Mitteln angebaut hat, einfach sich nie geboten haben. Also ich habe wirklich viele Kunden, die tatsächlich nicht nur den Living Soil, also nicht nur den Cannabis-Anbau gewechselt haben auf Living Soil, sondern ihnen wurde auch bewusst, was die so essen, und sind tatsächlich entweder umgestiegen, kaufen so viel sie können biologisch angebautes Gemüse oder aus der Gegend, wo sie wissen, dass es Bauern sind, die da entweder Biobauern oder Bauern, die halt nicht spritzen, wovon es wirklich wenige gibt. Das ist auch immer so eine Vertrauenssache, oder man kann es auch kontrollieren. Jedenfalls führt es zu einem Umdenken, und mir ist das wichtig. Mir persönlich ist das wichtig, dass die Leute ein bisschen nach vorne schauen, weil ich einfach diese Menschen, diese ganzen Bosse von Konzernen, die im Endeffekt diese Toxine, Pestizide, Mineraldünger, was auch immer herstellen oder die Basisstoffe dafür herstellen, das sind Leute, die sehen nur den Profit, und da wo Geld ist, da werden die alles für Unternehmen, um das Geld zu bekommen. Also denen ist das natürlich, das Individuum ist denen wirklich egal. Und das ist einfach nicht meine Mentalität und nicht der Film, den ich mir fahre. So, ganz einfach. Und da kann man noch Stunden zu etwas sagen. Ich selber muss auf meine Gesundheit achten, weil ich einfach eine chronische Krankheit habe. Und wenn ich mich schlecht ernähre, also meine Krankheit hat mich dazu praktisch gezwungen, vor über 20 Jahren schon, dazu gezwungen, auf mein Essen zu achten. Also ich bin nicht freiwillig Vegetarier geworden. Ich bin auch nicht freiwillig irgendwie dazu gekommen, mir die Info heranzuschaffen, was schadet mir, was ich esse oder was nicht. Aber wie gesagt, das kam halt bei mir gezwungenermaßen, da war ich noch sehr jung. Und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte, finde ich, für alle. Denn so im Stillen ist niemandem sein Leben egal. Nicht? Also weder mir noch euch ist euer Leben egal. Jeder will gesund bleiben, jeder will irgendwie Fun haben, jeder will die Zeit hier auf der Kugel irgendwie am besten verbringen. Und das möglichst lange und gesund. Da gibt es keine Helden, die älter sind als 18 Jahre, die das noch so wirklich sagen würden, dass denen das alles egal ist. Das macht man, wenn man jung ist, und da gibt man einen Scheiß drauf. Das ist eine ganz klare Sache. Da war ich nicht anders. Aber irgendwann muss man wirklich aufwachen und das Ganze mal realisieren, was passiert. Und danach, wo man unser Sprit ist, für den Körper, und für viele das Weed natürlich auch der Sprit fürs Gehirn ist, finde ich, sollte man wirklich darauf achten, was man da in sich steckt im Endeffekt. Ne? Vor allem, wenn man Patient ist. Also ich zähle mich nicht zu den Patienten, die jetzt unbedingt rauchen müssen, weil sie Patient sind. Aber ich denke, da gibt es genügend Menschen, die schon eh krank sind, und eine zusätzliche Belastung einfach absurd wäre. Aber genau das passiert halt, wenn man das Apothekenhaus kauft. Ich muss dazu sagen, das ist alles meine Meinung. Ich habe keine Analyse zu jeglichem Gras, was Pestizide oder Fungizide angeht, selbst in der Hand gehalten. Ich habe etwas natürlich recherchiert und gefunden, aber es ist nichts, wo ich das hundertprozentig von meiner Seite aus versichern kann, dass es so ist, weil ich das selber in Auftrag gegeben hätte oder sonst irgendwas. Ja?
Also da muss man halt, ja, da bleibe ich einfach so neutral, dass ich sage, das ist meine Meinung. Ich weiß, was ich an Research betrieben habe, aber selber habe ich es noch nicht getestet. Dennoch ist, wenn ich das so sagen darf, ein Part meiner Familie im Ausland damit beschäftigt, schon seit mehreren Jahren genau dies zu tun, und zwar medizinisches Cannabis anzubauen, welches nach Europa exportiert wird. Okay, das heißt, das Thema mit dem Part der Familie, was die Düngung angeht, konkrete Pflanzen, also die Produktion und so weiter und so fort, ist, ja, da darf man halt gar nicht mehr drüber reden, sonst ist es ganz schnell vorbei. Okay, mit dem Kontakt und mit dem netten Ambiente. Das ist wirklich, finde ich wirklich sehr schade, so, weil ich weiß, dass das ein korrekter Mensch ist einerseits, aber er ist trotzdem sehr profitorientiert, sage ich jetzt mal. Und deswegen macht er das auch so, ne? Aber von denen weiß ich auch ganz genau, was benutzt wird. Ich weiß, was die in deren Facility verwenden. Also ich weiß, was an Pestiziden, Fungiziden und so weiter da auf die Pflanzen halt kommt. Und ja, deswegen, das weiß ich zu 100%, aber ich habe keine Analyse jetzt von dem Gras, was bei euch in der Apotheke zu kaufen ist, vorliegen. Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn man das testen würde, würden wir das alles. Ja, das würde sich nicht viel unterscheiden von dem, was ich gerade sage. Okay. Also, ich denke, ja, wie gesagt, ich verlinke die Studie nachher, und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt zum Thema Living Soil. Wenn jetzt jemand da ist, der irgendwie Fragen hat, weil letztens so viele Leute die gleichen Fragen hatten, oder weniger. Und ich mache das ja sehr gerne am Messenger, wenn wir dann privat Kontakt haben und ich die Beratung mache oder irgendwie allgemein halt Support, dann höre ich immer die gleichen Fragen. Und anscheinend gibt es da so ein paar spezielle Geschichten, die noch nicht ganz klar sind. Ich empfehle euch definitiv, wer, wie gesagt, des Englischen mächtig ist, empfehle ich euch die drei Bücher von Jeff Lowenfeld. Das ist Teeming with Microbes, Teeming with Fungi und Teeming with Nutrients. Diese drei Bücher sind eigentlich eine verdammt gute Basis für das Wissen, was Living Soil angeht. Denn alles, was dort in diesen Büchern halt steht, ist exakt das, was wir im Endeffekt machen. Also wir, teilweise auch unbewusst für viele, wir schaffen ein Ökosystem im Boden, welches dann selber funktionieren soll und uns halt dienen soll in Form von einer Pflanze, die wir dort pflanzen und die dann wunderbar aufwächst. So. Deswegen, diese drei Bücher sind definitiv zu empfehlen für jeden Living Soiler, der am Anfang seiner Geschichte steht. Ansonsten gibt es da noch ein paar Bücher, die aber im Endeffekt, also wirklich, ich denke, die Bücher von Jeff Lowenfeld sind schon eine gute Zusammenfassung des Ganzen, was es dazu zu sagen gibt. Und das auch im Detail und auch ganz, ganz gut geschrieben. Sehr viele Fachwörter oder Fremdwörter in dem Buch, aber ich weiß, dass, weil das schon hier ein paar, genau, die Bücher sollte man wirklich auf Deutsch endlich bekommen, das Tatsache. Das fehlt absolut, die Übersetzung davon. Aber wirklich, das müsste eine gute Übersetzung sein. So, das heißt, nein, Dirk, die gibt es leider nicht in deutscher Sprache. Haut eure Fragen raus, falls ihr welche habt. Und beantworte ich gerne. Falls nicht, dann ihr wisst ja, wie es geht, oder die meisten wissen, wie es geht. Ihr schreibt uns eine E-Mail und dort bekommt ihr dann den Kontakt direkt zu mir über irgendeinen der Messenger, was auch immer. Und da können wir dann gerne über Living Soil, ich stelle euch gerne Living Soil zusammen. Ich helfe euch dann während des Grows am Anfang, das Ganze irgendwie durchzukauen, damit ihr das versteht. Und irgendwann, ja, könnt ihr das selber machen, weil ihr es einfach irgendwann begriffen habt. Spätestens nach dem ersten Grow und nach der ersten Ernte wisst ihr Bescheid. Und danach eigentlich, so ist meine Erfahrung mit meinen Kunden, danach sind die meisten schon, ja, haben das gelernt, was sie lernen sollten, und sind einfach nur noch happy und zufrieden. Und das ist ein gutes Gefühl einfach. Ne?
Denn ich verkaufe, wie gesagt, ich verkaufe keine Verbrauchsdünger in dem Sinne. Das heißt, ich könnte natürlich viel mehr Geld machen, wenn ich irgendeinen Dünger verkaufen würde, einen Verbrauchsdünger heißen, der sich ständig verkauft und verkauft und verkauft. Und mit einem Living Soil habt ihr natürlich jahrelang, davon profitiert ihr einfach jahrelang, ohne da so viel Geld auszugeben wie für jegliche Dünger. Also es gibt bessere Business-Konzepte, wo man viel mehr Geld verdienen kann. Aber wie gesagt, in diesem Fall ist es einfach so, dass ich die Beratung halt für euch definitiv immer kostenlos mache. Also das ist kein getrennt berechneter oder Kostenfaktor oder was auch immer. Das, was ihr bei uns kauft, das ist da ist das mit inbegriffen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt noch an der Beratung noch extra Geld verdienen, sondern das ist da alles all inclusive. Das heißt, ja, ihr fragt und ich antworte gerne. Und ich denke, der Zeitpunkt wird auch kommen, dass, vor allem wenn das legalisiert wird, dass man sich sowas erlauben kann, dass sich irgendwie in Deutschland zu treffen. Vielleicht kommt es soweit, also dass ich tatsächlich irgendwie den Kunden anfahren darf, ohne irgendwas Illegales zu machen, um dem halt irgendwie Rat zur Seite zu stehen mit Rat und Tat. Das ist wirklich noch, ich denke, das wird noch dauern, aber ja, zuerst mal oder vorerst über Messenger und ich denke, das läuft schon ganz gut. So, jetzt checke ich mal hier, was hier alles geschrieben wurde. Ja, Leute, ich weiß. Du kannst, Jackie, du kannst automatische Bewässerung sowohl als auch Handwässern bei Living Soil benutzen. Das ist vollkommen egal. Wenn das eingespielt ist, wenn das gut eingestellt ist, dann wirst du da keine Probleme mit haben. Und dann nochmal zu dem Thema, die Bewässerung oder die richtige Wassermenge einzustellen. Ob per Hand oder automatisch, das ist jetzt egal. Ihr solltet halt, da habe ich immer den BluMat empfohlen, um die Millibar halt zu messen. Das heißt, damit wir einen konkreten Wert haben, der Feuchte im Boden und uns dann irgendwas halten und richten können. Habe ich mal den BluMat empfohlen. Ich muss jetzt leider, das ist jetzt natürlich keine gute Werbung, aber ich muss jetzt leider, und das ist einfach zu wichtig, um das jetzt nicht zu sagen, finde ich. Ich muss leider sagen, dass BluMat zwar wirklich ein super, sorry, ein super Support hat, einen wirklich guten Service und die Produkte allgemein top sind. Leider hatten meine Kunden, und ich selber einmal zwar nur, aber meine Kunden haben es jetzt, das hat sich jetzt wirklich extrem gehäuft. Und die haben auch aus verschiedenen Quellen gekauft, weil wir den BluMat selber gar nicht verkaufen. Den Feuchtigkeitssensor meine ich jetzt. Da gab es mehrere Fehlmessungen, aber extrem abweichend. Das war nicht so schön, denn, sorry, wie ihr euch vorstellen könnt, ist so ein Ding verdammt wichtig, dass es zuverlässig misst. Weil ihr dann natürlich den ganzen Boden, wenn ihr ein Beet habt, und da falsch gießen solltet, ihr zu nass oder zu trocken fahrt, weil euch das Gerät natürlich einen falschen Wert zeigt und ihr wiegt euch in der Sicherheit, dass alles gut ist und ihr läuft aber zum Beispiel komplett nass oder komplett trocken, ohne es ja richtig zu bemerken zu Beginn. Später sieht man es natürlich an den Pflanzen, aber das ist dann meistens schon sehr spät. Das ist natürlich nichts Gutes und ich möchte nicht, dass meine Kunden durch ein Produkt, was ich empfohlen habe, deren Grow halt plötzlich irgendwie in den Müll schmeißen müssen oder ja, dass die halt in Probleme kommen. Denn das ist ja das Hauptproblem, ne? Das Wässern bei Living Soil ist der wichtigste Faktor des Ganzen. Und da sollte das Messgerät schon wirklich stimmen. Das heißt nicht, wie gesagt, dass alle Geräte grundsätzlich einen Fail haben. So ist das definitiv nicht. Denn ich habe Kunden, die haben drei, vier von den BluMat-Dingern. Und zwei funktionieren wunderbar, zwei spinnen total. Und alle sind neu gekauft worden und so weiter und so fort. Das heißt, sehr bald werde ich ein Alternativprodukt dazu anbieten, weil es einfach eine wichtige Sache ist. Und zwar ist das ein analoger, manueller Densiometer, also Feuchtigkeitsmesser.
Das Ding ist nicht viel teurer als der Blumat, ist aber dauerhaft zuverlässig. Okay, es ist geeicht. Es ist, es misst ständig, also man braucht auch keine Batterie. Das wie gesagt, das passiert mit, ihr habt eine ganz normale, wie ein Manometer halt, was euch die Millibar anzeigt. Und ich denke, das sind zuverlässige Geräte. Und leider werde ich halt Blumat vorerst nicht weiterempfehlen. Deswegen, ja. Trotzdessen, wie gesagt, das Gießen, weil da war ja die Frage, das Gießen ist wirklich ein wichtiger Part und man muss die Bewässerung, wenn sie automatisch ist, wirklich gut einstellen. Und das kann man halt nur anhand eines Messgeräts, was uns sagt, wie viel Feuchtigkeit wir jetzt im Boden haben eigentlich. Ne? So, ich hoffe, die Frage habe ich übermäßig beantwortet. Moment. Ja genau, Lucky Dog. Du hast auch in der Schweiz so ein analoges Teil. Genau, das habe ich gesehen bei dir. Das ist ein Top-Gerät auf jeden Fall. Und genau von sowas spreche ich. Das heißt, du steckst es einfach in den Boden, keine Batterie, kein gar nichts. Das Ding zeigt dir einfach an, was da im Boden los ist. Ja, die Alternative zum Blumat, wie gesagt, kommt. Ich glaube, du warst einer von denen, Dirk, der das Problem hatte mit dem Blumat. Genau. Da bist du leider nicht der Einzige geblieben. Nee, wie gesagt, in den letzten 2 Wochen, glaube ich, war das, haben sich die Beschwerden in dem Sinne bei meinen Kunden, oder wir haben es erörtern können, dass das Problem am Messgerät liegt und nicht an was anderem. Das ist das Problem. Ich sehe das CO2-Thema, nehme ich hier schon selber untereinander auseinander. Das ist schon ganz gut, dann brauche ich dazu nichts zu sagen. Danke, ECG. Okay, mal schauen, ob da noch was zurückkommt. Killerkalle. Ja, ich habe diese die analogen Messgeräte, habe ich schon bestellt in dem Sinne. Jetzt werde ich die selber mal testen und natürlich schauen, was die so hergeben. Und werde die natürlich parallel vergleichen mit anderen Instrumenten, die ich dazu habe, und mal schauen, wie aussagekräftig die sind. Weil wenn ich die schon in den Shop aufnehme, dann möchte ich, dass die wirklich top sind und dass es kein rausgeschmissenes Geld ist. Ja, wie gesagt, ich habe auch einen Blumat, der top läuft. Ich habe einen anderen, der etwas abweicht, und ich habe noch einen ganz anderen, den ich zurückgegeben habe, weil er einfach gemacht hat, was er wollte und auch ganz neu war. Genau, don't panic, it's organic. Okay. Ja, genau. Und da muss man natürlich eine Alternative haben, wenn ihr merkt, irgendwie ist das Ganze nass oder trocken, aber das Ding zeigt an, dass es alles okay ist. Muss man natürlich auch ein bisschen gegenprüfen und wenn man ist natürlich schwierig, wenn man kein anderes Gerät hat, was jetzt dazu dienen könnte, um das zu verifizieren, ob das eine funktioniert oder das andere nicht, wie auch immer, ist das natürlich sehr schwierig. Genau, die Batterie ist das Problem in dem Blumat. Das finde ich auch. Vielleicht gar nicht aus dem Grund, dass die, also der geht schon von alleine aus. Aber das Problem ist, dass wenn die Batterie ein bisschen schwächelt und das wird nicht sofort angezeigt, dann sind die Werte zum Beispiel schon leicht abweichend. Aber das ist gar nicht so das Problem. Da gibt es halt anscheinend andere Fälle.
Jo, ja auch. Einen schönen. Und genau, deutscher Hersteller. Dann bin ich, glaube ich, auch an dem gleichen Hersteller, den du meinst. Denn die sitzen in Deutschland und wie gesagt, die Preise sind fair und die Qualität ist top. Da gibt es verschiedene Modelle auch. Und ja, das ist schon ein tolles Gerät, glaube ich. Das werde ich aber noch testen und dann, ja, dann werde ich das auf jeden Fall. Sobald es im Shop gelandet ist, bedeutet das, es wurde getestet und für gut befunden. Und ja, also. Ja, nach 4 Tagen ist natürlich knapp. Alright, also wir machen gleich Schluss, denn das, was hier hinter meinem Rücken passiert, das ist einfach nicht mehr schön. Es sind, ich weiß nicht, wie viel Grad das sind, aber es sind, glaube ich, das seht ihr natürlich schlecht. Ich muss noch nicht stark schwitzen oder sowas, aber es ist schon verdammt, verdammt heiß. Und der Bench macht es nicht besser, weil er wie ein Föhn ist. Also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Morgen ist ja, glaube ich, auch noch Feiertag in Deutschland. Also werdet ihr den heutigen Tag wahrscheinlich umso mehr genießen. Wie gesagt, zieht euch die Studie rein. Die ist es allemal wert. Kein Scheiß und passt auf euch auf.